Hallo, heute rechnen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG vom Herbst 2012 und gerechnet wird die Aufgabe Nummer 3. Die Aufgabe Nummer 3 liefert uns ein Typenschild, welches gegeben ist. Gesucht ist nur der Wirkungsgrad des Elektromotors. Der Elektromotor wird durch sein Typenschild spezifiziert und wenn man sich die einzelnen Größen anschaut, dann ist zunächst folgender Sachverhalt zu bemerken. Dieses hier ist die Nennleistung PN oder aber auch die abgegebene Leistung am Wellenende des Motors. Dieses hier sind die Leistungsdaten für den Dreiecksbetrieb und das wäre der Dauerbetrieb. Diese Daten sind für den Anlauf. Wollen wir uns mit der Lösung befassen? Wir wissen, dass der Wirkungsgrad immer kleiner 1 ist und das bedeutet, dass die abgegebene Leistung zur zugeführten Leistung das Maß der Dinge ist. Die zugeführte Leistung lässt sich aus dem Dauerbetrieb heraus errechnen, denn wir glauben, dass der Motor, der die hydraulische Presse irgendwie bewegen oder antreiben soll, im Dauerbetrieb läuft. Also können wir sofort sagen, die zugeführte Leistung P zu ist nach der Formelsammlung die Wurzel 3, weil wir drei Phasen haben. Mal U, mal I, mal Cosinus Phi. Die Werte haben wir. Wenn der Dauerbetrieb gemeint ist, dann wissen wir sofort, U sind 400 Volt, I sind 22,5 Ampere, also können wir sofort berechnen, Wurzel 3 mal 400 Volt, immer schön in den Einheiten bleiben, mal 22,5 Ampere, mal Cosinus Phi und der Cosinus Phi Wert beträgt 0,82. Also bitte nicht daraus nochmal den Cosinus ziehen, denn das wäre sicher verkehrt. In Zahlen bedeutet das dann eine Leistung von 12.780 Watt. Und das entsprechen 12,78 kW. Das war die zugeführte Leistung. Die abgegebene Leistung, P-Ab, steht auf dem Typenschild und beträgt 11 kW. Ja, nun ist es nicht mehr wirklich schwierig, im Grunde genommen den Wirkungsgrad insgesamt dort hineinzuschreiben. Und das wäre dann sozusagen der elektrische Wirkungsgrad und der mechanische Wirkungsgrad, der sich dort drin irgendwie vereint. Und der würde sich dann berechnen zu 11 kW, zu 12,78 kW. Die kW kürzen sich raus und es entsteht ein Zahlenwert, der kleiner 1 ist, 0,86 und das entsprechen 86%. Und damit ist unsere Aufgabe eigentlich gelöst und für die Menge der Punkte, die es dort zu vergeben gab, schnell verdientes Geld. Bis zum nächsten Mal und ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht.